the fuck? Was man da erstmal für ein Troubleshooting betreiben muss, weil Windows sich entschieden hat, mal wieder ein Update zu fahren. Die haben mir, aber bei den Audiogeräten, hat mir Windows 10 automatisch 3 neue Mikrofone installiert, die alle von der Elgato sind. Die habe ich jetzt alle deaktiviert. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Die waren letzte Woche noch nicht da. Ich höre mal ganz kurz in die Aufnahme von gestern rein. Jetzt würde mich nämlich interessieren, ob ich da auch doppelt zu hören bin. Da war noch alles okay, da habe ich mich nur einmal gehört. Ich muss es nicht verstehen, warum das so ist. Ich muss es nur spielen. Danke euch fürs Troubleshooten. Es tut mir leid, wenn ich euch die Ohren wegfliegen habe lassen. Und ihr habt vorhin beim Szenen rumswitchen nichts gesehen. Wir reden nicht mehr drüber. Da sind keine geheimen Projekte in Planung oder so. Ihr wisst von nichts. So. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Wo haben wir aufgehört? Das ist sehr nett, dass du das nicht gemacht hast. Die Rail, die Todesrail hier in der Oberwelt, richtig. Das Ding. Ich stehe direkt davor. Wie ging das? Ich musste schnell sein. Aufnahme läuft. Stream läuft. Ihr seid da. Ach du Scheiße. Ich hatte vergessen, dass wir mit so einem Schrott aufgehört hatten. Hallo Philly. Ich hatte verdrängt, wie schlecht das oder wie schlimm das Spiel ist. Ich hatte mich eigentlich aufs Weiterspielen gefreut, weil ich nicht mehr wusste, was uns erwartet. Das habe ich auch nicht besser gewusst. Oh Gott. Derail again. Red ist auch hier. Hallo. Toast? Warum Toast? Ich will Toast. Kriege ich einen Toast, wenn ich das hier schaffe? Danke übrigens nochmal für die Namensidee, die ich für den Stream geklaut habe. Die fand ich zu gut. Regina. Oh mein Gott. Shit. Was ist das? Das habe ich letztes Mal schon nicht verstanden. Was passiert hier? Ich bin noch dabei. Noch bin ich nicht raus. Ist es noch weit? Oh mein Gott. Wieso sind wir wieder hier? Oh, wir haben es geschafft. Easy. First, second, try. Oder so. So, und jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Die Welt haben wir gemacht. Hier haben wir, glaube ich, auch alles. Da ist wieder ein Echo. Ihr habt doch alle Geräte ausgeschaltet. Du machst mir Angst. Hören die anderen auch ein Echo? Gar
ganz leicht, aber es stört nicht. Ist das Echo jetzt weg? Da war noch ein mysteriöses Mikrofon, das ich jetzt ausgeschaltet habe. Dieser Rechner, ne? Mehr kann ich nicht machen. Das waren alle Sachen, die ich einschalten und ausschalten kann. So, ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin muss. Was ist das? Haben wir das schon mal gemacht? Ist das ein Ausgang? Was ist das? Ach, das ist Welt 1! Das ist Welt 1! Warum steht die eigentlich da oben? So. Denn die beschwert sich doch immer, dass ich nicht zu sehen bin. Alles gut. Willst du mich verarschen? Jetzt klingst du leicht blechern. Was ist denn das? Hä? Was hat denn OBS heute? Erweiterte Audioeigenschaften. Ich mach mal so, dass ich mithöre. Das ist erstmal irritierend. Aber Test. Das klingt jetzt nicht so viel anders für mich als sonst. Als wenn ich sonst meine Aufnahmen höre. Ist das weird, wenn man seine Stimme gleichzeitig hört? Also mit so einer ganz minimalen Verzögerung. Wie ein Robo? Aber nicht bei mir im Audiomixer. Also ich selber höre ja gerade meine Stimme und ich klinge bei mir normal. Bitrate ist auch okay. Keine ausgelassenen Frames. Seit ich das Echo ausgemacht habe. Never update the running system. Ist es jetzt wieder besser? Oder ist das Echo jetzt wieder da? Und dafür klingt es nicht mehr blechern? Fragezeichen. Let me know. If you don't mind. Immer noch Robo. Aber ich habe das Mikro wieder eingeschaltet, das da war. Kann ich das auch wieder ausmachen? Jetzt schon. Jetzt habe ich es off and on geturnt. Zumindest das Mikro. Gut? What the fuck? Ich hab literally Mikrofon deaktiviert und aktiviert. Dann mache ich jetzt mein Echo wieder aus, damit ich mich nicht doppelt höre. Sonst drehe ich durch. So, jetzt ist wieder besser. Jetzt kann ich euch zuquatschen. Oh, meine Güte. Ihr wollt doch nur nicht, dass ich hier weiter durchspiele, weil ich so schnell bin. Also, wir haben die Eiswelt gemacht, wir haben das gemacht, wir waren noch nicht hier oben auf dem Dach richtig. Da könnten wir mal gucken. Das ist das 64er Loser-Ausgangsgedöns, da wollen wir nicht hin. Wir wollen,
Wie komme ich an die Geschichte? Hallo San. Du hast noch nicht viel verpasst. Wir hatten bis jetzt nur Technikprobleme und ich habe die Rail gegrindet. Nein, das ist... Ja, das ist die Rail, das weiß ich. Aber das da oben ist eine Floppy, die ich noch nicht habe. Über der Burg. Und ich weiß nicht, wie ich da dran komme, verdammt nochmal. Du musst das Rennen machen. Habe ich das nicht schon mal... Das habe ich doch schon bestimmt dreimal durchgespielt, dieses Rennen hier, oder? Nicht das Rennen. Das auf dem Rückweg. Ich könnte schwören, dass wir das schon mal gemacht haben. Wie, das haben wir nicht durchgespielt? Das kann ich ja gar nicht glauben. Höchstens, weil es scheiße war. Das wird sein. Achso, ich musste da über ihn drüber springen, ne? Deswegen verliere ich hier die ganze Zeit. Halt, den hätte ich drücken müssen. Moment. Da hätte ich springen müssen. Weiß ich doch, Philly, so hart musst du mich nicht Backseat gamen. Ich habe immerhin die Rail geschafft. Da hätte ich nochmal hüpfen müssen. So, können wir jetzt was anderes spielen? Nein, ich weiche immer den falschen Sachen aus. Der Rückweg ist das Schlimmste an dem ganzen Ding. Und warum sind da oben eigentlich noch Nono-Cubes, die ich nicht habe? Das ist doch auch eine Unverschämtheit. Komme ich an die eigentlich schon ran? Ist das machbar? Nee, ne? Kein Weg da hoch im Moment. Ich vermute, ich muss weiter geradeaus. Ich vermute, dass mich die Sidetrack-Dinger einfach nur sidetracken wollen. Meine Annahme ist, dass ich einfach versuchen muss, geradeaus zu kommen. Und dann hier. Dann hier. Halt, nein, da nicht. Stopp, 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 stopp. Warte, ich komme von hier. Dann springe ich über den bestimmt drüber. What? Nein, der führt mich im Kreis. Halt, Moment, Stampf. Wo muss ich denn dann hin? Ich laufe hier. Wenn ich den mitnehme, führt der mich hier hin? Nee, Moment. Ah, oh, fuck. Nehme den mit, den und... Nee, das war falsch. Ich muss den mitnehmen und dann einen überspringen. Vielleicht sollte ich mir erstmal den Weg klar machen, bevor ich weitergehe. Warte, von welcher Richtung komme ich? Ich komme von hier. Laufe hier drauf. Das war falsch. Wir machen erstmal Trockenübung, bevor wir uns den Weg tausendmal laufen müssen. So, wir kommen von hier. Wir springen über den drüber. Wir laufen hier drauf. Zack, zack, zack. Fuck, wieder den falschen Übersprung. Fuck. Mann. So, wir kommen von hier. Eins.
Philly, fang nicht an, Backseat zu gamen, bitte. Lass mich erst ein bisschen probieren, bevor ich verzweifle und Hilfe brauche. Ein bisschen Würde möchte ich behalten bei dem Spiel. Hä? Ich dachte, das wäre der Weg. Das war not the way. Ach so, warte mal. Der hier geht, glaube ich, runter, wenn die Zeit noch läuft. Ne? Da kann ich drüber springen. Also muss ich versuchen, den hier zu kriegen. Und dann zack, zack und dann alles klar. Okay. Ich sag alles klar, als wenn ich wüsste, was ich tue. Käse. Käse. Man kann den Wassersprung für die Jump Pads nutzen. Um sie nicht zu triggern. Manchmal. Nur wenn ich nicht Sprinten gedrückt halte, dann geht's ziemlich verlässlich. Wenn ich Sprinten gedrückt halte, ja, dann eigentlich auch. Wenn Yoshi das wüsste. Wenn der Yoshi das wüsste, weiß er aber nicht. Kann er also nicht rauspatchen. Oh yes. Let's go. Das Problem ist nur, ich glaube, der Käse hilft mir hier nicht, weil ich dadurch zu viel Zeit verliere. Aber für den Rückweg ist es gut. Guck mal, ich löse nicht mal den Schalter aus, wenn ich hüpfe. Das ist mit Sicherheit derselbe Bug, der auch beim Wasser funktioniert hat. Den hat er nur auf den Oberflächen hier nicht rausgenommen. Ja, hilft mir halt nicht, weil ich dadurch zu viel Geschwindigkeit verliere. Das heißt, ich kann denen nicht allen damit ausweichen, aber immerhin. Wieder was gefunden. Mist. Die Frage ist, ist das der richtige Weg? Da ist ja gar kein Schalter mehr. Also ich sehe nicht mal, wo der nächste Schalter kommt. Und das wäre ja vielleicht eigentlich gar nicht verkehrt zu wissen. Den hätte ich mitnehmen müssen. Ich vermute, dass hier dann wieder einer ist. Hier irgendwo. Weil das wäre der Zeitpunkt, wo es ausläuft, wenn ich die davor perfekt treffen würde. I think. Durch mein Gehüpfe verpasse ich immer einen, der mich nochmal boostet. Nee, nicht den. Let's go. Ich habe so Angst, dass ich quergeschleudert werde. Damit. Ach so, Mengi übrigens. Ich habe rausgefunden, bei mir kannst du auch quoten, wenn du willst. Allerdings ohne Leerzeichen. Ausrufezeichen, add quote. Und dann genauso wie anders auch. Hat mein Bot schon von Haus aus drin. Tob dich aus. Hatte ich nach Bennys vorletztem Stream mal ausprobiert. Ob meiner das kann und festgestellt, das ist eine Funktion, die er schon hatte. Musste ich ihm gar nicht beibringen. Habe ich ja. Aber bei meinem ist es irgendwie ohne Leerzeichen. Ich habe da nichts geändert. Das war installiert schon so, als ich den gekriegt habe. Vielleicht war der gebraucht. Vielleicht liegt es daran. Hä? Moment, Moment, halt. Diesmal habe ich den getroffen, den hier. Aber ich wäre trotzdem nicht schnell genug gewesen, um hier einen neuen Schalter auszulösen. Ist mein Weg falsch?
Quote Ad. Kann es sein, dass es das ist? Probier mal Ausrufezeichen Quote Ad. Ist mein Weg falsch? Muss ich einen anderen Weg gehen? Gucke ich nach. Hab's extra ausprobiert. Streamlabs. Login, Login. Login, please. Botto. Quotes. We don't have any quotes. Settings. User Management. Geht doch, ich weiß nicht, was du hast. Aber das ist ja nicht nur für Mods gedacht, das soll ja jeder können. Wait a minute. Finden das noch raus? Moment. Spiel geht gleich weiter. Ich mag Videos, die automatisch starten. Ah, okay. Da stellt man das ein. Bei den Commands. Default. Quotes. Everyone. Quote Edit lasse ich mal für Moderatoren. Quote Remove lasse ich für Moderatoren. So. Jetzt probier es mal. Oder muss ich das noch irgendwo bestätigen? Nee. Sieht nicht so aus. Geht doch. Geht doch. Das hilft mir jetzt aber immer noch nicht, hier meinen Weg zu finden, ne? Muss ich vielleicht doch bei dem hier abbiegen und dann löse ich hier einen Schalter aus? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich laufe ich die ganze Zeit falsch. Ach.
Ja, da war er. Gut. Haben wir das doch auch rausgefunden, alleine, ohne Hilfe. Ich gehe ein bisschen am Strand spazieren. Das Schwierigste an so einem Rätsel ist, dass ich mir den Weg merken muss. Da bin ich ganz schlecht drin, mir solche Pattern zu merken. Vor allem, wenn man dann noch quasi multitasken muss mit Weg merken und mit richtig abbiegen. Und dann noch eventuell springen und ausweichen. Nein! Findus. Ist Findus dein Tier? Wahrscheinlich kenne ich Findus schon und kann mir nur wieder keinen Namen merken. Findus klingt nach Katze. Habe ich schon mal gehört als Begriff. Das ist ein Kinderbuch, ne? Ein Poster über dem TV bei mir nicht. Das wüsste ich, wenn ich ein Patterson und Findus Poster hätte. Ich glaube, Patterson und Findus habe ich nie reingefunden als Kind, weil es irgendwie aussah wie sah das aus wie Tigerenten-Club-Dings oder war das der Ursprung von Tigerenten? Ich weiß es nicht. Irgendwas war damit immer strange. Ne, das war Janosch, was ich meine, ne? Das ist noch was anderes. Ich weiß nicht, was Patterson und Findus ist. Ich glaube, das ist auch nicht relevant, damit ich das Level hier schaffe. Regina und Mac reicht mir schon als Duo. Fuck. Ich habe deinen Gag schon verstanden vorhin, ich fand ihn aber nicht lustig. Benny wird schon wieder schimpfen, weil ich so weit unten sitze. Fuck. Das ist ja schlimmer als das Railgrinden. Nicht traurig sein. Okay, wir spielen schon eine halbe Stunde ohne Technikprobleme. Quasi. Und haben erst eine Sache geschafft. Das kann doch nicht sein. Ich wollte heute zumindest nochmal in eine andere Welt kommen. Wie kann es denn sein, dass jede Stelle die schwerste Stelle im Spiel ist? Ich muss doch darüber.
Das hat ja nun zum Glück keine halbe Stunde gedauert. Ich war noch nicht so weit. So. Fuck. Dass er die hier auch zwischendurch so klein macht, die Dinger, ne? Fällt das mit der Kamera noch nicht, dass sie so weit nach oben zeigt. Ist das ein schönes Spiel, das macht mir so viel Spaß. Damit verbringe ich doch gerne meinen Samstag. Fuck! Drück die richtigen Knöpfe in der falschen Reihenfolge. Nur fürs Protokoll. Ah. Das ist viel lustiger, wenn ich das bei Icarus oder bei Benny zugucke, das Spiel. Wenn man das selber spielt, dann ist das so frustrierend. Das war fast richtig. Das war fast richtig, aber dann doch nicht. Du machst das, glaube ich, schon nicht verkehrt. Andere Leute das Spiel spielen lassen. Nein, das war gut. Oh, warte. Die Zeit läuft noch. Die Zeit läuft noch. Oh, fuck. 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 Die Zeit lief noch. Incremental Verbesserung. Nein. Warum? Warum sind hier so viele Sachen zum Drücken? Fuck! Warum? Ich wollte doch durch die Mauer und dann war die Mauer nicht offen und da waren neue Schalter ständig. Hä? Heizüberflutung. Nein, geh da nicht lang. Geh da hin. Da. Und jetzt... Och, meine Güte, hier sind so viele Felder, auf die du treten kannst. Tritt doch mal auf irgendeins. Okay, wir kommen schon mal ein Stück weiter als vorher. Das ist doch auch was, oder? Vielleicht ist auch nichts. Was mich interessieren würde, ist, ob mein Käse hier wieder irgendwelche neuen Speedrun-Sachen für Rook freischaltet, die sie vorher nicht ausprobiert hat. Oder für Sun. Geben sich damit irgendwelche Möglichkeiten, eine Bestzeit in einem anderen Level zu toppen? Fuck you! Ich habe den Schalter gedrückt, das ist nicht runtergegangen. Wo kommt denn da noch einer? Ich habe 3 Schalter gedrückt. Wie viele Schalter soll ich denn drücken? Das waren 3.
Aber macht man das nicht beim Speedrun, dass man versucht, iFrames und so ein Kram zu nutzen und alles Mögliche, was das Spielgerüst einem bietet? Rückwärts durch den Goronberg klippen und mit einem Huhn durch die Wand segeln oder so? Ich dachte, das gehört dazu. Ja, noch nicht. Außerdem begge ich to differ. Ich kotze gerade voll an, dass ich keine Ahnung habe, wo dann der nächste Schalter gleich auf mich wartet. Spiel. Tu nicht Sachen, die du nicht tun sollst. Wo ist denn da noch ein vierter fucking Schalter? Taucht der erst hinterher auf? War der schon die ganze Zeit da? Falsch gesprungen. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, vorher zu sehen, wo Schalter auftauchen, damit ich den Weg üben kann. Ich komme zu Hause. Nein. Jetzt habe ich mir zu viel Zeit vertrödelt, ne? So. Was ist denn hier? Ist hier noch ein Schalter? Nein, da ist keiner. Fuck, jetzt bin ich drüber gesprungen. Ach. Ich würde halt gerne irgendwie einen Hinweis am Boden sehen, wo ein Schalter kommt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich nach dem vierten gucken soll. Und es ist super frustrierend, die Stelle bis dahin immer wieder laufen zu müssen. Wenn man keine Ahnung hat, was dann passiert. Und man hat nicht mal die Zeit, sich umzugucken, weil der sofort unsichtbar wird, wenn der Balken abläuft. Ist das ein Kack-Drecks. Ich möchte nicht, dass du mich bewahren musst. Ich möchte, dass das Spiel vernünftig designt ist und mir Sachen zeigt, die ich tun soll. Geh doch da verdammt nochmal drauf. Manchmal steuert er sich auch wie so ein Panzer. Das ist super scheiße verwirrend da hinten. Vorher hier, das verstehe ich noch, ne? Das kann man rausfinden, dass man hier einmal die Schleife laufen muss. Das macht ja auch Sinn, dass deswegen die Felder überhaupt da sind. Aber da hinten wirst du einfach so schnell umgedreht und hin und her geballert, wie ein Flipper, wie eine Flipperkugel im Automaten. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wo soll ich noch gucken? Wo ist hier noch was? Da ist noch einer. Das sind drei. Und wo ist der vierte dann? Ist hier noch einer, oder? Ich weiß ja nicht mal, wie viele Schalter ich suche. Sind es nur die vier? Sind es mehr? Tauchen nochmal neue auf? Ja, die Kamera ist ja echt ein Problem, weil du kannst sie auch nicht von oben winkeln, während er so schnell läuft.
Weil wenn ich so machen könnte, irgendwie mit so ein bisschen Vorschau, dann hätte ich ja Überblick. Aber sobald ich hier drauf trete, habe ich fixe Kamera, die sich während des Superspeeds auch nicht richten lässt. Da gebe ich dir recht. Ein Bremsknopf wäre toll, dass man nicht immer stampfen muss. Holy shit, geh da hin! What the fuck? Philly! What? Du weißt schon, dass das jetzt auf ewig im Video festgehalten ist, was du hier schreibst. Ja, aber das passt doch hier gerade überhaupt nicht. Hier ist überhaupt kein Toaster. Es sei denn, wir befinden uns in einem riesigen Toaster. Wow. Geh dahin. Und immer dann auf. Okay, jetzt frage ich um Rat. Sind da nur die drei Schalter und ich muss sie einfach schneller drücken? Oder sind da vier oder mehr, die da kommen? Bin ich einfach nur zu langsam mit den dreien? Ich sehe nämlich ums Verrecken keinen vierten Schalter. Toll. Warum meinst du das nicht? Du wolltest doch backseaten. Lauf doch. Du blödes Klopapiertier, lauf. Ah, fuck. Nein. Den hätte ich gebraucht. Den. Nein, das war einer zu weit. Erzählt doch mal, wie es euch so geht, hm? Mir auch. Bedankt euch bei Yoshi. Okay, ich,
Ich nehme jetzt mal ganz stark an, Hypothese. Wenn wir nur die drei Schalter haben und ich einfach zu langsam bin, sie zu drücken, dass deswegen das Ding nicht runterfährt. Ja, das hatte ich schon verstanden, dass du das meinst. Dann müsste ich einfach nur, so wie ich es gerade gemacht habe, den einen einsammeln, mich zurückfahren lassen, die nächste Abbiegung laufen lassen. Dritte muss ich dann draufspringen. Ich bin zu langsam. Ich glaube, ich kann ja nur so schnell laufen, wie hier die Dinger mich schicken. Ich kann nicht schneller laufen, als das Spiel mir erlaubt zu laufen. Hier, den mache ich. Den nehme ich so mit. Den hätte ich überspringen müssen. Ne, also den, nein, den nicht. Den hier hätte ich überspringen müssen, sammle den hier ein, fahr hier zurück und dann muss irgendwo offen sein. Aber, hä? Da muss aber ein neuer Timer losgehen, weil ansonsten schafft man das ja nie. Nein, das war der richtige. Fuck! War es offen? Ich hab's nicht gesehen. Hat jemand gesehen, ob es offen war? War das richtig? Ist das die Strategie? Patterson und Findus? Du glaubst, das war richtig. Fucking Knobel-Puzzle-Scheiße hier. Na, das ist ein Jump'n'Run. Irreführende Werbung. Fuck. Wieder Abzweigung verpasst. Wieder Abzweigung verpasst. Wieder Abzweigung verpasst. Üb das doch mal hier. Boost, boost, boost. Nein, hör auf, da drauf zu laufen. Mauszeiger ist im Weg. Ich hab doch alle gedrückt. Warum geht denn kein neuer Timer los? Verflitzte Kacke. Ich weiß, dass ich jetzt auch wieder eine extra Runde zu viel gedreht habe, die nicht nötig war. Aber trotzdem muss doch zumindest der Timer wieder irgendwie resetten, dass man da wieder durchkommen kann, oder? Ich habe einen vierten gefunden. Ich habe einen vierten gefunden. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Was ist hier? Nein, da waren Sachen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe und wo der letzte war. Das ging alles so schnell. Ich habe gepanickt und dann war da offen, aber ich weiß nicht warum. Nein. Kann ich mich dann irgendwie hochschießen?
So nicht. Oh, die Musik passt halt auch überhaupt nicht zu dem Racing-Part, oder? Ja, die Würfel sind mir gerade egal. Ich will erstmal die Floppy. Würfel kann ich dann immer noch holen. Ich glaube, bei den Würfeln ist das Problem, dass ich einfach mal runtergefallen bin bisher. Ich glaube, da kommt man tatsächlich dran, aber das hier finde ich, glaube ich, schwerer und will das zuerst haben. Würfel kann ich dann als gechillte Sache danach holen. Sagte er großkotzig, ohne zu wissen, worauf er sich einlässt. Ich bin gerade sehr in der Versuchung, einfach irgendwie geile Racing-Musik anzumachen, damit das ein bisschen erträglicher wird hier. Eine neue Welt gesehen. Das ist so traurig. Shit. Ich dachte, ich hätte die Würfel geholt, aber anscheinend habe ich die nicht geholt. Ich dachte auch, ich habe das Rennen hier schon mal gemacht. Anscheinend auch falsch. Zumindest nicht beendet. Nein, den hätte ich mitnehmen müssen. Ich habe auch immer Regina und Mac Albträume. Das ist sehr verständlich. Ach so. Ich dachte, du redest von dir. Ist das so schlecht gewesen? Nein! Ich bin vor eine Wand gefahren. Warte mal. Hier, irgendwo war doch noch eine Ecke. Warte mal. Wenn wir von hier hinten kommen. So, wir kommen von hier. Dann haben wir Schalter an der Stelle hier. An der Stelle hier. Und an der Stelle hier. So, und irgendwo in der Ecke war noch ein vierter vorhin. War der hier? Hier, ne?
Ach so, Escape und Dreams sind Level hier. Ich dachte, es geht um Keen Dreams, dass du das gespielt hast. Ach so. Jetzt habe ich euch eine Frage gestellt, habe keine Antwort gekriegt und bin einfach weggelaufen. Also meine Frage ist, wie komme ich da hin? Wenn ich den hier überspringe, den hier nehme, dann habe ich... Warte mal, Moment. Also, ich komme von hier. Laufe hier lang. Muss den ersten überspringen. Ich suche jetzt die optimale Route. Muss den ersten überspringen. Dann nehme ich hier, falls hier ein Schalter ist, den mit. Laufe geradeaus. Werde über den Schalter gebracht. Laufe hier lang. Werde hier über den Schalter gebracht. Habe ich zwei gedrückt. Habe ich drei gedrückt. Werde hier rüber gebracht. Muss nur noch einmal springen. Lande hier. Habe vier Schalter gedrückt. Dann ist die Frage, bremse ich ab, drehe manuell um. Oder nehme ich hier die Runde nochmal mit. Hier hin. Und muss hier zweimal springen, wenn das unten ist. Dann werden wir Dreams und Escape anscheinend auch noch sehen. Irgendwann. Fuck it. Da war gar kein Schalter. Mein Plan geht nicht auf. Da war kein vierter Schalter. Da war ein vierter. Moment. What? Da war ein vierter Schalter, der auftaucht, nachdem man die anderen. Oder war der die ganze Zeit hier? Da muss ich meine Route anders planen. Eins. Bum, bum. Den muss ich trotzdem überspringen. Dann laufen wir hier nämlich rüber. Nehmen automatisch 1 mit. Überspringen den hier. Nein, überspringen den hier. Nehmen an dieser Stelle hier 2 mit. Hier ist 2. Fahren dann nochmal in der Runde. Dann mache ich hier meinen Trick, dass ich mich zurückwerfen lasse. Habe 3. Fahre hier rüber. Hier 4. Ist das optimal? Ist wahrscheinlich nicht optimal. Das ist wahrscheinlich scheiße. Das ist die größte Scheiße überhaupt. Anders. Ich fange hier an. Mache zuerst meinen Trick. So. 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 Ja? Ja. Wir probieren das mal. Schön, dass ihr da seid. Das meine ich wirklich. Auch wenn mir das Spiel schlechte Laune macht. Moment. Thank you.
So. Was ist denn das für ein Scheiß? Gibt das auch in gut? Ist das besser? Ich habe nach Top-Anime-Racing-Songs gesucht. Nee, hat's nicht. Fuck, ich bin gesprungen. Das wäre der Run gewesen. Das ist auch scheiße. Was ist da los? Okay, ich merke, das ist alles nicht meine Musik. Anime Racing Songs sind anscheinend nicht so geil.